Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schaut wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben einen großen Sprung gemacht. Wir haben fast, na doch, wir haben sogar über 100 Items wegbekommen von der Liste. Und zwar hatten wir das letzte Mal, lasst mich mal kurz gucken, 464 Items noch über gehabt. Wir waren bei 99,19% und jetzt sind wir bei nur noch 358 Items, also über 100 haben wir wegbekommen und haben 99,37%. Das liegt hauptsächlich daran, weil ich jetzt doch ein bisschen was in BFA angefangen habe, aber ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Was habe ich mir die letzte Woche so gefarmt? Und zwar, als allererstes haben wir hier Nasjata fertig gemacht. Also ich hatte ja bei Madivas Labor noch, ich glaube, zwei Waffen gebraucht. Und die habe ich tatsächlich relativ schnell gekriegt. Ich glaube, drei, vier Chars oder so habe ich noch Madivas Labor machen müssen. Dann waren die Waffen drin. Da war ich tatsächlich relativ lucky, obwohl die Dinger ja zu 10% droppen. Also die haben jetzt nicht die ultimativ schlechte Drop-Chance, aber du kannst es halt nur einmal wöchentlich machen, ne? Du musst es halt freischalten und so. Also da war ich schon tatsächlich relativ lucky. Und ja. Dann, was hatten wir noch wegbekommen? Und zwar habe ich mit meinem Horden-Char, war ich ja noch einmal unterwegs in Prüfung des Champions. Und das habe ich ja mit dem zweiten Account immer noch so gefarmt, weil die Horde blöderweise da andere Gear-Items hat als die Allianz. Also das ist anscheinend die einzige Instanz, wo die Horde und Allianz unterschiedliche Items hat. Und da war ich mit meinen Horden-Chars noch ein bisschen unterwegs, habe endlich die Hose vom Endboss bekommen, von Anu Barak. Und konnte mit meinem Zweitchar dann ein bisschen intensiver oder meinem zweiten Account ein bisschen intensiver den Donnerkönig bzw. Raden besuchen gehen. Und da haben wir dann auch, was war es, ich glaube, ein Gürtel noch gefarmt. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 45 Mal den Laden mit dem zweiten Account durchgelaufen und dann endlich auch den Gürtel gekriegt. Also diese zwei großen Sachen, die ich mit dem zweiten Account immer nebenbei noch gefarmt habe, haben wir letzte Woche tatsächlich fertig bekommen. Und derweil habe ich mit dem Main Account, kann ich jetzt euch hier mal zeigen, in Classic ein bisschen gefarmt. Und zwar hat mir ja noch ein Schmiederezept gefehlt. Wir können hier mal reingucken. Hier, jetzt sind auch hier keine Schmiederezepte mehr drin. Das war nämlich das vorletzte, was mir gefehlt hat. In Uldaman habe ich dieses irgendwas mit Trillklinge, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, auf jeden Fall irgend so eine Trillklinge, übelst selten, einen Classic World Drop gefarmt gehabt. Und ich habe, glaube ich, nach so 110, 120 Runs, habe ich dann endlich in der Endboss-Kiste diesen, ja, dieses Rezept drin gehabt. Jetzt fehlt mir nur noch ein anderes, und zwar ist es hier Rang 3 von den Schultern aus Legion. Dafür muss man aber blöderweise ein RBG gewinnen. Und also nicht nur eins, sondern du hast eine Chance, wenn du ein RBG gewinnst, also ein Rated Battleground, also auf Wertung, dann hast du eine Chance, dass du das Rezept kriegst. Das muss ich jetzt noch irgendwann mal farmen, den Rang 3 von diesen Dämonenstahl-Schulterstücken. Und ja, mal gucken. Viel brauche ich jetzt in Classic zum Glück nicht mehr. In meinem Waste of Money Video habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich mir die anderen gekauft habe, die aus Sholo. Jetzt sind es wirklich nur noch zwei Sachen aus Uldaman, aber die sind halt verdammt teuer. Was wir auch weggekriegt haben, werdet ihr ebenfalls im Waste of Money Video gesehen haben. Ich habe mir das letzte Item aus Antorus gekauft. Das ist jetzt tatsächlich auch weg. Und dementsprechend ist Antorus aus der Liste raus. Zusätzlich aus der Liste ist ja auch Nighthold raus, also die Nachtfestung. Denn da waren ja noch zwei Items, die ich gebraucht habe. Die haben wir auch bekommen. Sehr schicke Sache. Jetzt sind es halt eigentlich nur noch drei Dungeons, ne? Einmal hier Emerald Nightmare, Prüfung der Tapferkeit und das Grabmal mit auch nicht sonderlich vielen Items, aber da hat sich nichts Großartiges geändert. Ich glaube doch, in der Prüfung der Tapferkeit habe ich die Handgelenke gekriegt, die aber hier eh in dem Set drin wären. Da muss man ja so ein Set-Token bekommen, das recht selten ist. Und mal gucken, das werde ich demnächst vielleicht mal ein bisschen intensiver farmen. Genau, World Boss brauchen wir nur noch einen. Und ich habe gesehen, dieser World Boss ist tatsächlich diese Woche ab. Heißt, ich könnte diese Woche Humeogris umboxen. Und naja, wenn ich Bock hätte, Legion farmen wie so ein Blöder, um es mal fertig zu kriegen. Aber mal gucken, mal schauen. Hier in der Zitadelle fehlt mir leider immer noch der Umhang. Also mal gucken, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal demnächst. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, das hatte ich euch gezeigt. Genau, was ich dann auch noch gebastelt habe, beziehungsweise es halt jetzt raus ist mit diesem Rezept, ging halt ein Unterpunkt hier raus, und zwar der World Loot, der ist jetzt hier nicht mehr drin.
hat einfach den Hintergrund, das Rezept war ein Classic World Loot und das war das Letzte, das gefehlt hat. Und es war halt aufgezählt, dass es in der Kiste droppen kann, dass es halt in allen möglichen Schließkassetten droppen kann. Und dementsprechend war das dieses eine Rezept irgendwie 7, 8, 9, 10 Mal aufgezählt und in verschiedenen Punkten. Und da ich dieses Rezept jetzt habe, sind halt diese ganzen Unterpunkte raus. Jetzt muss ich mal gucken, da hat sich nichts geändert. Erweiterungsfeatures. Ah, doch, Erweiterungsfeatures. Ich brauche jetzt nur noch einen einzigen Follower, der Matthew. Was Jungherz heißt der? Das ist der allerletzte. Ich habe heute nochmal alle aufgemacht, habe nochmal zwei bekommen. Das letzte Mal waren es ja noch drei. Und dementsprechend, ja, ist es auf jeden Fall eine schicke Sache. Wenn ich jetzt den letzten Follower bekomme, nächste Woche kann ich dann wieder mit meinen ganzen Chars durchloggen und versuchen, ja, im Gasthaus den zu kriegen. Und dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir das vielleicht endlich weg und ich muss nicht mehr durchloggen. Das kostet nämlich eine Stunde oder so, bis ich alle Chars durchgeloggt habe. Also hier fehlt jetzt nur noch ein einziger. Ereignisse, da hat sich nichts getan. Hier auch nicht, da auch nicht. Berufe, wie gesagt. Hier halt dieses eine Schmiedekunstrezept. Ne? Jetzt fehlt nur noch das eine, was ich euch gezeigt habe. Und ich glaube, ich habe auch noch, oder hatte ich die letztes Mal schon bekommen, die Waffe? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon, die Waffe vom Angeln. Mir fehlt jetzt hier auch nur der Staubbringer. Ach, was ich euch noch zeigen kann, ich bin jetzt auch mittlerweile an der Artefaktwaffe bzw. dem Skin dran. Ich habe jetzt schon zwei von drei Hinweisen gefunden. Heißt, die nächsten Tage hoffe ich jetzt zumindest mal, dass ich den letzten Hinweis kriege. Und dann müsste der Punkt hier auch raus sein. Der ist nämlich sowohl hier einmal drin, als auch bei Erweiterungsfeatures hier. Und wenn es gut läuft, habe ich den einmal da raus und habe dann das raus. Und hier brauche ich, wie gesagt, nur noch Matthew. Ne? Also könnten wir noch zwei Punkte zeitnah hoffentlich abschließen. Mal gucken. Genau. Und jetzt vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum hier relativ viel raus ist. Ich habe jetzt angefangen, in BFA Sachen zu farmen. Da hatte ich ja davor, waren es noch über 300 und jetzt sind es halt nur noch 235. Also ich habe hier über 60 Items, wahrscheinlich 60, 70, 80 Items, die andere war ja nicht so viel, habe ich hier bekommen und zwar nicht durch Raids, sondern durch 5-Mann-Dungeons. Und ich habe da, ja, weil ich nach Uldur keinen Bock hatte, was anderes zu spammen, diese 5-Mann-Dungeons gemacht. Ich wollte eigentlich BFA noch nicht angehen und da noch ein bisschen warten, bis ich dementsprechend alles andere fertig habe und erst dann, wenn ich alles andere fertig habe, mit BFA durchstarten. Da ich aber in Uldurman so lange geprogressed habe und da, ich weiß nicht, das waren Stunden, 120 Tries oder so, und muss jedes Mal den kompletten Laden durch. Habe ich mich dazu entschlossen, komm, die restliche Woche farmst jetzt nicht irgendwas, was ätzend ist. Ja? Es wäre nämlich zur Debatte gestanden, dass ich hier in MOP diese 5-Mann-Dungeons noch mache. Und da hat man ja hier diese Waffen, die zu 0,3% droppen. Und dann dachte ich mir, nee, das willst du nicht machen. Die andere Sache, die wäre noch offen gewesen wäre, ist ja, wo haben wir es denn, dass ich hier mit X-Chars versuche, die Stiefeln zu holen. Da muss ich ja dieses Agonit farmen, da hatte ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf. Und das Letzte wäre halt noch die Legion-Invasionen, die sind bei Ereignissen drin, dass ich die spam. Da dachte ich mir, komm, die Woche hast du ein ewig seltenes Item gekriegt, der World Drop aufs Uldurman, ne, dieses Rezept. Komm, jetzt machst du was, was vielleicht nicht ganz so nervenaufreibend ist und so langwierig. Dann habe ich hier so ein paar Sachen gefarmt. Und ich habe tatsächlich relativ gut Items gekriegt. Ich habe nämlich aus dem Normal-Modus, ihr seht, hier sind nur noch HC und Mythic drin, HC Mythic, nur Mythic, habe ich tatsächlich mir alle Items aus dem Normal-Mode geholt. Und die Geschichte ist, aus dem Normal hat man tatsächlich am meisten gefehlt. Deswegen habe ich auch so viele Punkte gut gemacht, weil wer läuft großartig Normal-Instanzen? Ich habe die auch nicht zum Leveln benutzt, deswegen hatte ich da so gut wie keinen Transmog raus. Und dann habe ich noch HC gespammt und ich war sogar mit dem Main alle Mythic Dungeons. Wobei bei den Mythic Dungeons war es eine ziemliche Nullnummer. Ich glaube, ich habe alle Mythic Dungeons gelaufen und habe ein einziges Transmog-Item gekriegt, was ich brauchen konnte. Ne? Und natürlich mit dem Main komme ich auch durch Mythic plus 0 ziemlich schnell durch, aber du musst eine Gruppe suchen und dann hast du halt eher nicht so Leute, die so krass equipped sind, sondern die halt da Gear brauchen. Ne? Also ich habe da halt ein paar Leute durchgecarried und mein Zweit-Char, der in der AFK daneben stand. Und es hat halt dann schon ein paar Stunden gedauert, aber ja, zumindest ein Item bekommen. HC habe ich halt auch ganz gut gefarmt, da fehlt halt auch nicht mehr viel. Was ich jetzt noch brauche, ist halt aus Altaldazar eine Faustwaffe, die kann ich mit dem Druid nicht kriegen. Da bin ich schon mit dem Shami und mit dem DH und Monk kann die, glaube ich, auch bekommen, schon dran. Hier sieht es halt ähnlich aus, ne? Eine Streitkolben, hier Mythic halt auch nochmal.
die Faustwaffe. Es sind meistens halt Waffen, die ich mit dem Druid nicht kriegen kann, aber transmoggen kann. Hier sieht es ähnlich aus, wieder eine Faustwaffe. Hier ist es ein Dolch, den kriege ich nur mit dem Rogue. Wieder eine Faustwaffe, da muss ich wieder mit dem Shami ran. Hier ist es, glaube ich, das einzige Item, was ich mit dem Druid aus Mythic so bekommen kann. Das ist ein Stab. Hier habe ich sogar mit zwei Druids, ne? Also ich war mit zwei Druids gleichzeitig drin. Hab ein bisschen gemultiboxt, hab mit beiden gebonusrollt und hab diesen blöden Stab nicht gekriegt. So ein Dreck, echt, jetzt muss ich da nochmal rein im Mythic. Dann brauche ich jetzt hier noch eine Waffe aus dem HC, die ich mit dem Druid schon kriegen kann. Und zwar ist es ein einhändischer Streitkolben. Den brauche ich im Mythic-Modus auch. Beziehungsweise ich habe auch noch einen Stab, auch nochmal mit Int. Also Citralis ist so die Instanz, die ich mit dem Druid auf jeden Fall farmen kann. Dann, Tiefenpfuhl brauche ich halt eine Faustwaffe, Mythic auch eine Faustwaffe und einen Dolch und noch einen Streitkolben. Und was haben wir hier? King's Rest ist halt auch nochmal ein Streitkolben. Das Gute ist, manchmal sind die Items aus dem HC teilweise das gleiche Transmog wie im Mythic-Modus. Also der Streitkolben aus dem HC hat irgendwie das gleiche Transmog wie im Mythic-Modus. Das sind meistens die Instanzen, habe ich festgestellt, wo es kein Normal gibt. Weil Königsruhe gibt es irgendwie kein Normal und dementsprechend sind es irgendwie die gleichen Transmogs. Ganz komisch. In Freihafen brauche ich nur noch einen Streitkolben mit Stärke. Den muss ich mir halt mit dem Warrior-Pile oder DK farmen. Operation Mechagon brauche ich im HC noch einen Dolch. Und im Mythic brauche ich halt noch einen Dolch bzw. einen Streitkolben. Und hier, Toldor Gaul, brauche ich auch noch einen Dolch im Mythic-Modus. Das Gute ist, wenn ihr jetzt hier mal guckt, bei diesem Dolch, den Dolch, den man normalerweise im Mythic-Modus bekommt, ihr seht, das sind lauter Epic-Items, gibt es einmal in Mechagon im HC, da gibt es nämlich auch kein Normal, und dementsprechend kann ich mir den Dolch im im HC farmen, was man irgendwie spammen kann. Komischerweise, wenn es kein NHC gibt, dann ist HC irgendwie so gebalanced wie eigentlich NHC, also du kannst es durchgehend spammen. Also ich kann es im Tool auch durchgehend anmelden, habe ich gesehen. Bloß, ja, die Instanz ist ein bisschen ätzend, tatsächlich. Und blöderweise sind meine ganzen Rogues auf dem Main-Account drauf, deswegen müsste ich mich mit einem anderen Char durchziehen. Vom zweiten Account habe ich keinen, der so gut equipped ist wie mein Main, also muss ich noch gucken. Aber ich habe auf jeden Fall vor, diesen Dolch hier im Junkyard zu farmen. Dann muss ich ihn im Mythic nicht holen, dann fällt da einiges weg. Also seht, ich habe schon wirklich viel Transmog geholt, jetzt so über die letzten Tage, vor allem im NHC und im HC. Und jetzt sind es halt noch so ein paar die letzten Teile. Was mir aber ganz gut in die Karten gespielt hat, was ihr jetzt hier auch bei dem Dolch sieht, seht, dass ein und dasselbe Aussehen in sehr vielen Instanzen gibt. Ne? Also hier gibt es alleine vier Mythic-Instanzen, wo dementsprechend der Dolch droppt und eine HC-Instanz. Also wenn man es einmal kriegt, dann fallen halt gleich fünf Sachen weg. Ne? Deswegen haben wir jetzt auch so einen großen Sprung gemacht, weil es natürlich im NHC und im HC genauso war. Da habe ich ein paar Items gekriegt und dann kriegst du ein Item und hast fünf Transmogs quasi weg. Also das ist ganz nice und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran. Das werde ich wahrscheinlich die Woche auch ein bisschen weiter treiben. Und dann werden wir uns vielleicht dementsprechend mal hier wieder draufstürzen, ne, auf Mists of Pandaria und da vielleicht mal loslegen. Wobei ich mir überlegt habe, ob ich demnächst mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon die Woche mache oder nächste Woche, dass ich hier vielleicht die Raids mal am Wochenende laufe. Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, da mitzukommen, ein bisschen Transmog zu farmen. Und selbstverständlich, ne, auch bei den 5-Mann-Dungeons könnt ihr natürlich gerne mitkommen. Da ist ja Personal Loot und dementsprechend, vielleicht ist der ein oder andere noch da, der da auch Transmog farmen möchte oder sein Twink gieren. Also mir ist es egal, ich ziehe da auch Leute gerne mit durch. Ich muss da ja sowieso rein. Gut, das war es eigentlich soweit von dem kleinen Collection-Update. Wie gesagt, haben wir auf jeden Fall wieder gut was Plus gemacht. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in einer Woche wieder zum nächsten Collection Update. Euer Tela, bis dann. Ciao.